Was würdest du sagen, sind die Herausforderungen in der Implementierung von KI in diesem Fahrzeug? Unheimlich schnell auf Änderungen reagieren. Und das ist natürlich in einer hochvernetzten Architektur die Herausforderung, der wir uns auch mit dem Software-Defined Vehicle stellen. Hi. Hallo! Ich freue mich schon sehr auf unsere Tech-Journey. Ich mich auch. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann let's go. Du bist Melanie, bei Audi beschäftigt. Und was genau ist dein Job hier? Ich bin Projektleiterin für ein neues Fahrzeugprojekt. Ich leite ein übergreifendes Team aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das Ziel ist, sehr viel stärker die Elektronikarchitektur in den Vordergrund zu stellen. Wie funktioniert das? Darfst du schon was erzählen? Das Auto soll dich auch unterstützen, ne? Also das soll im Prinzip eigentlich auch von dir und deinen Verhaltensmustern lernen und dir dann halt auch aktiv Vorschläge machen oder vielleicht auch gewisse Routinen einfach selber machen. Zum Beispiel die Sophia, die möchte gerne auf ihrer langen Fahrt einfach mehr entspannen. Und dann machen wir ihr ein angenehmes Innenraumerlebnis, auch farblich untermalt und übernehmen für sie die Fahraufgabe. Würdest du sagen, die Zusammenarbeit zwischen euren Teams ist das Erfolgsgeheimnis? Das ist definitiv unser Erfolgsgeheimnis. Die Teamarbeit und die Teams, die zusammenarbeiten, in ihrer ganz unterschiedlichen Zusammensetzung, ganz heterogen und letztendlich auch total, also divers, ne, dass sich dann auch wieder im Fahrzeug widerspiegelt. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, kein Spaß.